Ist das wirklich zur Basenverteidigung gedacht? Also sind irgendwann die Wellen so groß, dass da ein Riesenschwarm ankommt und man schießt Boden-Boden-Raketen in den Schwarm rein? Ha. Ja, Tanks. Tank MK2 braucht 31 Artefakte, 28 Power Sources, 522 Stahl. Alles krass. Shock Cannon Shell. Damage 100 plus 8,00001 Feuer. Also es gibt ziemlich abgefahrenes Zeug. Gut, aber ich sollte irgendwas forschen, bevor ich jetzt hier weiter rumdüppel. Ich wollte das hier forschen, um zu den beiden Sachen zu kommen. Allerdings hatte ich ja schon erwähnt, dass Concrete immer interessanter klingt. Wobei das kostet zu viel. Sowohl an Forschungstränken als auch an Ressourcen, um davon das in Massen herzustellen. Das. Wobei es sind diesmal 10. Suche gerade die Vorstufe. War das hier mit bei? Nee. Na gut, mach lieber das hier. Go. So, 300, 300, das dauert eine Weile. Ich muss einen kleinen Kohle-Run machen, das ist okay. Zip. Wobei ich die. Ja, das wäre so eine sinnvolle Sache, die ich eigentlich machen könnte, anstatt mal wieder überall ein bisschen rumzudümpeln. Ich könnte die gesamte Schmelzanlage umbauen, dass sie mit elektronischen Öfen läuft. Das klingt aber nach viel Arbeit. Ich glaube, ich lasse mal die Munition irgendwo taktisch einigermaßen günstig hier drin, damit ich nicht alles im Inventar habe. So ein bisschen was da zum Dackerdackern, falls sie beim durchbricht, aber sonst nicht wirklich. Gut, und bau mal ein Gate. Oh, ich bin wieder am Ersticken, das ist nicht so toll. Bau da ein Gate. Wiep, wiep. Na, eigentlich soll ich sie nicht da bauen, wo genau Türme sind. Warte. So. Da sind die Türme. Eins, 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 eins. Okay, ist doch einer geht. Da. Da und da. Gut. Sehr gut. So, Luft holen. Wahrsten Sinne des Wortes. Da. Unten irgendwo. Da. Oh, und wir haben schon das erste Feld leer gesaugt. Ja. Das wäre das nächste Projekt, was ich bald angehen müsste, nämlich die gesamte Flüssigkeitsversorgung. Du kannst schon mal weg. Ihr lauft alle noch und ihr lauft gut. Und das Erz staut sich eh. Eisen staut sich auch. Mehr als staunen. Da mache ich dann erstmal nichts. Nö, das kann so bleiben, wie es ist. Gut. Das heißt, ich mache jetzt eine Runde. Einmal alle Türme überprüfen. Dann komme ich bei meiner Runde wahrscheinlich auch an der Steinproduktion vorbei. Da mache ich das. Dann baue ich nebenbei noch ein paar Sniper-Türme. 30er Reichweite. Müssten die hier sein, ne? 12, noch was? Ja. Bau die. Und hier sehe ich doch ganz, ganz viele Stellen, wo gar keine Türme sind. Okay, da können auch keine Gegner rankommen. So, ein Teil davon zumindest. Aber dennoch, da müssen Türme hin, da müssen Türme hin, da müssen Türme hin. Da auch. Paar blaue Ärmchen könnte ich mir noch abholen. So, du bist nicht bestückt, weil du kein Ärmchen hast. Das ist nicht gut. So. Blub. Bau. Blaue Ärmchen. Viele. Setz Turm. 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 Kommt von hier unten überhaupt irgendwas? Bisher hat man meistens Angriffe im Nordosten und irgendwo drin in der Basis. Ja, das ist falsch. Enemy Base detected. Wir sind wieder bei 13. Die produzieren definitiv gut hinterher. Das ist schick. Also zum einen komme ich so an Artefakte schneller ran. Allerdings wirkt das auch ein wenig bedrohlich. Wenn wir jetzt in der Lage sind, Basen zu zerstören und wenn wir kurz Atem holen, ne? So, dann
bauen sie schon wieder auf. Genau, das Ding war hier völlig falsch. Ihr habt alle keine Ärmchen und das ist alles doofer Habuhu hier. Wo auch immer das herkommt, das Wort. Du. So. Und natürlich fehlen die Türme genau, die ich hier hinsetzen wollte. Aber es sollte trotzdem schon mal, ne, ein Ticken besser sein als vorher. Angriff oben mittig. Da sollte keiner durchkommen. Das waren bestimmt wieder nur diese kleinen Scourges. Oder wie die heißen. Hier. Hast du noch ein paar Gates? Bau mehr Gates. Setz sie mal dahin und tacker die auch ruhig vorerst fest. Mach einen dahin, falls sie von da kommen. Und einen hierhin, falls sie von unten kommen. Gott, jetzt hätte ich gerne Steine. In jeder Form. Ich hätte gerne Steinmauer. Fast jede Form. Steinmauern und Steinziegel, keine Steinkiesel. Und du hast keine Kohle. Da kann ich nachhelfen. Und wo ich gerade mal hier bin, kann ich auch das hier auffüllen und das da auffüllen. Und dieses Kupferfeld löst sich bald auf. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil dann können wir anfangen, das Kupferfeld da unten anzuzapfen. Und das Eisenfeld hier. Das heißt, die Schmelzanlage, die ich ja eh neu bauen wollte, könnten wir hier in der Nähe anbringen. Das heißt, unser Zug würde später wahrscheinlich irgendwo hier unten in die Basis reinfahren oder so. Mal gucken. Was mich daran erinnert, Landfill zu installieren, um hier ein paar von den Seen zuzumachen. Das sollte ja einer der wenigen Mods sein, die kompatibel sind mit Hardcoreo. Hier sind zu große Lücken drin. So, da wollte ich hin. Du. Kohle. Und du kriegst auch noch eine Kiste mit noch mehr Kohle. Was ist nicht da? Was? Hier. Da, so. Hier, da. Blub. Okay, damit das. Achso, du füllst dich erst auf, wenn du wieder in den 10er-Bereich runterkommst oder so. Mhm. 600 davon. Okay. So, wo baue ich das jetzt hin? Wenn ich um die Basis rumlaufe, dann meistens schräg. Nein. Ich fange jetzt doch da an, die Dinger zu bauen, wo ich am Ende des vorletzten Videos gesagt habe, dass ich nicht bauen werde. Nämlich da, wo ich nicht langlaufe, um zu verhindern, dass irgendjemand sich hier durchbuddelt. Das heißt, ich mache einfach hier jetzt alles. Warum kann ich hier nicht bauen? Oh, puh, ich kann nicht in der Nähe von Wasser bauen. Das heißt, da können sie immer durchgraben. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Und unter Gebäuden kann ich auch nicht. WTF, du. Was? Geh Dinge, mach. Das war ein Präzisionsschuss mit einer Gatling Gun. Und irgendwo lebt noch einer? Oder ist es nur so ein Echo? Ich glaube, es war das hier unten. Der ist direkt vor mir gespawnt. Also ich stand irgendwo hier und er kam da aus dem Boden irgendwo rausgeschossen. Ich glaube da. Sehr, sehr verstörend das Ganze. Mach hier alles zu. Ich brauche viel mehr Stein. So. Also Sicherheitslücken ist jetzt alles, wo Wasser in der Nähe ist. Steine habe ich noch. Fast keine. 10. Gut, setze die 10er hier hin. Vielleicht sollte ich die Maus nicht gedrückt halten, fällt mir gerade auf. Ja, ich glaube, ich überschreibe da sehr viel. Also ich setze es einmal und es ist eigentlich ein 3x3 Feld. Und wenn ich dann ein Feld weiter links das hinbaue, dann baut er von da aus gesehen nochmal ein 3x3 Feld. Das heißt, die Hälfte ist für den Arsch. Das wäre nicht so gut. Teste ich. Oh, wir haben richtig viel DNA. Eigentlich müsste ich jetzt ganz viele rote Tränke selber herstellen. Ganz viele rote Tränke selber herstellen und das unten in das Raumschiff reinschmeißen. Und die Origin-Forschung ein bisschen hochtreiben. So, einmal Kupfer bitte. Grüne Tränke hinken immer noch ein bisschen hinterher. So, mach rote Tränke. Und jetzt mache ich den Bodentest. Also, blub.
Ne, er verbraucht mehrere. Wenn ich das jetzt, wir haben jetzt 48. Ist jetzt einmal das Ding hin. Vier Stück wurden verbraucht. Und es ist ein 2x2-Feld, nicht ein 4x4-Feld. Wenn ich jetzt da einen hinsetze, sollte er nur zwei verbrauchen? Ja. Okay, also ich darf es spammen. Das ist doch schon mal schön. Da läuft also nichts falsch. Oh, es geht viel zu schnell. Immer noch viel zu schnell. Okay, was mache ich jetzt? Ich denke, ich baue die Flüssigkeitsversorgung neu auf. Also ich muss an das Erz kommen, das heißt, das muss da weg. Aber eigentlich hätte ich es hier ganz gerne in der Nähe, weil hier diese Anlage ist. Die braucht das. Hier ist die Ölgeschichte. Können das auch hier reinquetschen, weil so viel Platz brauchte das nicht, ne? Nö, braucht nicht. Ja, es sieht ja zu nah an. Es verändert das Spiel absolut. Wenn die Gegner jetzt ein bisschen intelligenter sind, wenn die sich durchgraben können, wenn die fliegen können und so weiter. Weil vorher habe ich gnadenlos meine Fabriken haarscharf an die äußere Verteidigung rangebappt, weil ich wusste, der Gegner kommt da eh nicht so weit ran. Jetzt ist das nicht mehr ganz so. Hier, dann können die Tanks eh nochmal nutzen. Wobei das albern ist, aber gut. Ja, bau hier Pumpen. Nimm da. Pumpen. Das Ganze etwas größerem Stil. So 1, 2, 3. Das kommt alles in eine Charge. Na gut, mit mehreren Verbindungen. So. Was haben wir da? Wir brauchen ganz viele Electrolyzer. Die da. Dann nehmen wir hier oben 1, 2, 3, 4. Ah, das Muster. Ja, Muster muss sein. Du. Geht das einigermaßen auf? Ja. So, du hast natürlich keinen Strom und es geht doch nicht auf. Ist hier alles nur eine Planungsphase. Da kann man umbauen, wie man will. So, ist die richtige Höhe? Jo. So. Wo seid ihr hin? Da. Dip. Besser. Und Rohr. Sogar theoretisch so, dass ich da Untergrunddinger hinpappen könnte, um da durchzuhuschen. Das finde ich gut. Du da oben hast noch keinen Strom. Das finde ich eher nicht so gut. So. Du machst jetzt bitte Liquid Oxygen. Shift rechts, Shift links. Shift links, Shift links. Euch verbinden wir zu einem Rohr. Das führt da lang. Und das war jetzt schon der Sauerstofftank, richtig? Ja, hier. Was? Nee, das ist reiner Sauerstoff. Den sollte man nicht atmen. Da war ein dezenter Denkfehler, okay. Nehmen wir hier. Nimm. Vier Stück. Du machst bitte Liquid Hydrogen. So. Dann brauchten wir Fabriken oder wo haben wir das gemacht? Chemical Plant. Okay. Eine. Das Turm muss ja später weg. Eine Chemical Plant hier hin. Du machst bitte Pure Water. Dazu brauchst du. Das ist doof. Dafür brauchst du. Okay. Planänderung. Musik ist voll creepy. So, da. Auch wenn sie recht leise ist. Ich habe die extra leise gemacht, weil teilweise sind die Höhen dazu unterschiedlich. Da. Okay, setz das dahin. Und vielleicht mal dahin. So, du machst bitte Wasser. Und ich stelle euch einfach mal alle um. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Du machst bitte das da. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Und ihr müsst leider alle weg, weil ihr falsch gepolt seid. So. Nimm. Ja, sieht doch viel besser aus. Okay. Du nach da. Du nach da. So, das wäre schon mal Wasser.